Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria, nochmal alleine jetzt, aus, folgendem Grund: ich habe immer noch dieselben Internetprobleme und kann deshalb noch nicht wieder mit den anderen spielen. Ich hoffe mal, dass das sich widerlegt, wenn ich zum Geburtstag eine neue Antenne kriege. Das ist ja 5 Tage noch, glaube ich. So, letztes Mal hatte ich mir Dynamit und ein Bett gemacht, beziehungsweise Dynamit hatte ich gekauft, und wollte mal in die andere Richtung gehen und gucken, ob es da irgendwo einen Meteoriten geregnet hat. So, schau mal, ich könnte mir, da habe ich genug für eine Silberhose. Natürlich schon nicht so ganz verkehrt. Ah ja, da, genau, ich wollte ja. Okay, machen wir so. Wenn ich jetzt sterben sollte bei dem Versuch, den Meteoriten zu finden, werde ich so machen: ich werde kurz eine neue kleine Welt erstellen, wo ich dann einmal in die Corruption gehe und diesen Wurm ein paar Mal versuche zu bezwingen. Sollte eigentlich möglich sein, dass ich diese Schattenschuppen bekomme. Und mit denen kann ich mir dann so eine coole Rüstung machen und dann können wir hier weiter nach den Meteoriten suchen. Weil ich habe jetzt wirklich keine Lust, 1000 Mal zu sterben und dann noch 1000 Mal zu sterben, bis ich dann schlussendlich dann 1000 Mal gestorben bin. So. Das kann man vielleicht als ein bisschen Cheaten ansehen, aber ich weiß leider nicht, ob. Ich kenne mich mit Terraria wirklich wenig aus. Minecraft kenne ich mich ja wirklich. Da bin ich hiermit groß geworden praktisch. Aber Terraria weiß ich wirklich fast nichts von. Was ich jetzt neulich wieder rausgefunden habe: man kann diese Statuen, die sollte man besser nicht verkaufen. Die kann man mit irgendwelchen Kabeln verbinden, dann funktionieren wie Spawner. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und so Sachen weiß ich einfach nicht. Und das ist einfach. Es kann sein, dass es eine zweite Corruption hier gibt, aber die ich halt hier kenne in dieser Welt, die ist halt schon ausgebeutet. Und da kann man natürlich dann keine Endbosse mehr. Obwohl. Doch. Das wäre natürlich voll die Idee, aber. Naja. Okay, wir hier kurz gucken, ob hier eine Kiste irgendwo ist. Sieht ja schon mal so direkt gar nicht mehr so schlecht aus. Könnte tatsächlich irgendwas geben. Ach, der Helm ist ja schon praktisch, muss man einfach sagen. Ja, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. So, ansonsten. Ich bin gerade ziemlich happy. Ich habe nämlich meine Motorbootprüfung für die Binnengewässer bestanden. Interessiert wahrscheinlich kein Schwein, aber ich bin jetzt schon mal ziemlich hier fröhlich. War bockschwer, weil die Prüfung war direkt, nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde zum Üben hatten. Also, naja, vielleicht sogar wenig. Vielleicht ungefähr, jeder hatte ungefähr 20 Minuten zum Üben. Und das ist natürlich mit so einem riesigen oder relativ großen Boot ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger. Weil das verhält sich natürlich komplett anders als kleinere Boote, mit denen man vielleicht schon mal gefahren ist. Und weiter marschieren. Was haltet ihr denn von Wassersport? Findet ihr es gut? Macht ihr es vielleicht selbst sogar? Oder findet ihr es total Banane? Oh, hier war noch keiner, das ist gut. Oder kennt ihr jemanden, der sowas macht? Ih, Spinnenweben. Oh, da drüben ist doch noch eine Corruption, da könnte ich doch noch ein bisschen farmen gehen. Dann sollte ich mir hier vorne dran vielleicht mal ein Bett bauen. Das klingt nicht ganz verkehrt.
uns hier oben drauf mal eben so ein schniekes Häuschen. Und... Ach, oder so was uns doch da... Ich baue es doch, glaube ich, da drüben. Hab ich noch welche Baumaterialien dabei? Natürlich nicht. Dann müssen wir erstmal ein paar Bäume fällen. Seelenfresser ist das. Auch der kann mir mit nichts. Komm, stopp. Dich will keiner. So. Lalalala. Ich bin unsichtbar. Das war ein Maxifresser. Gewesen. Den Baum noch eben fällen. So. Machen wir das noch eben weg und das. So. Und dann eben die Rückwand wegmachen. Lalalala. Lalalala. So, haben wir da irgendwas? Ach, wir haben sogar noch Stein dabei. Das ist praktisch. Sogar Steinhäuschen bauen. So. Dann haben wir jetzt eine Werkbank. Die stellen wir mal. Ach, nicht werfen. No, ich stelle mal hier hin. Dann machen wir erstmal eine Tür. Dann können wir schon zwei machen. So. Fällen wir den Baum noch eben kurz. Das geht ja schnell. Und dann machen wir das hier. Dann nehmen wir das Türchen und setzen wir sie ein. Alles ganz einfach. So. Und dann hier das Türchen. So. Dann können wir jetzt eigentlich noch theoretisch hier ein bisschen schön machen. Symmetrische Zahl. Darauf wird Wert gelegt. Dann noch hier schön Licht dahin. So, was brauchen wir als nächstes? Schrecken. Ich muss immer noch meine Efeu-Peitsche fertig machen. Dann machen wir uns ein paar schönen Hintergrund-Dinge. Nehmen wir Stein. Muss ja jetzt auch nicht schön aussehen, da guckt ja jetzt keiner drauf. So. Trollalala. Ups. Das darf natürlich nicht sein. Wir brauchen natürlich noch mehr. So, jetzt haben wir wieder zu viel. Naja. Stört sich jetzt auch keiner dran. Spawn Point Z, wunderbar. Sollte mir vielleicht auch mal ein Sparschwein kaufen. Da kann man Geld reintun, das ist dann halt wie eine Bank, das du von überall halt erreichen kannst. Relativ praktisch. Okay, hier unten ist schon mal nichts.
sagen, das Goldschwert ist ja schon praktisch. So. Todeskraut, ja, von mir aus. Wenn's dem Zeug Spaß macht. So, Kupfermünze. Auch nichts. Was ist denn hier los? Frech. Geh mal weiter. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Böse, böse, böse. Böse? Ich sagt. Böse. Boah. Eieieiei. Lalalala. Also markieren wir das mal kurz, dass wir da drin waren. Du funkst mir nicht dazwischen. So. Dann haben wir das markiert. Okay, hier geht's noch rein. Das sieht was größer aus. Okay, da unten ist zumindest schon mal was. Ist die Frage, kommt man da von dem Krater von da drüben vielleicht komplett rein? Und ich wollte jetzt eigentlich keinen Springen. Ach, weißt du, wir haben da so vier Stangen. Da opfer ich jetzt so eine Stange für. Aber hoffentlich trifft mich das hier oben nicht. Nein, trifft. Das reicht nicht. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich reicht das. Okay, reicht. Vielleicht kriege ich ja sogar noch so einen Stachelball. Einen Morgenstern. Das wäre natürlich cool. Extrem cool. Oh, hier sind noch richtig viele. So, jetzt die Frage, an welche Kugel kommen wir am besten dran? Ich glaube, an die hier könnten wir gut drankommen. So. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich trifft das Ding mich nicht hier oben. Das wird nicht reichen. Oh, da ist noch ein Herzcontainer. Das hatte ich interessant. So. Geh mal weiter einfach in die Richtung. Vielleicht finden wir noch den. Achso, das macht ja auch keinen Sinn. Ne, da muss ich noch ein bisschen. Muss ich erst noch mal ein bisschen Dynamit kaufen.